neue Woche, neues Glück. Juhu, willkommen zum Schreibtagebuch. Ich bin jetzt mal dran mit wieder bearbeiten. Logisch. Nein, fangen wir anders an. Fangen wir ganz anders an. Ich habe heute die 16. Geschichte bzw. die 15. Geschichte fertig geschrieben. Also 16 Geschichten sind komplett fertig. Also was heißt komplett fertig? Die Rohfassung. Immer nur die Rohfassung. Noch nicht mal abgetippt, da bin ich bei der 13. Geschichte. So. Und ich dachte gestern noch, ich müsste heute den Adventsbazar überarbeiten. Von den Testlesern quasi. Aber nö, gar nicht. Es ist erstmal noch eine mit Rotstift dran. Und dann sehe ich gerade, es ist ja eine meiner... Es gibt einige, die ich ganz, ganz toll finde, so meine Herzensgeschichte sozusagen. Und diese ist eine davon. Ich wollte überhaupt nicht aufhören, diese zu schreiben. Und sehe jetzt gerade Folgendes. Bevor ich noch Rotstift angesetzt habe, sind da schon zig Millionen Kommentare dran. Auweia. Ja. Das heißt, ich drucke mir trotzdem jetzt aus und werde die ganzen Kommentare dann quasi mit Rotstift einarbeiten und dann abtippen und machen und tun, weil das meiste sind tatsächlich Beschreibungen, glaube ich. Beziehungsweise einige Sachen haben einfach mal keinen Namen, sehe ich gerade. Ja, ich habe es gerade alles eingeklappt, aber ich glaube. So, lassen. Namen finden, ja. Das heißt, da sind einige Dingenskirchen noch ohne Namen. Wir befinden uns ja jetzt, ich kann es ja jetzt sagen, weil morgen geht ja der Testleseraufruf raus. Wir befinden uns in einem Weihnachtsdorf. Und alle Buden sind da Häuschen und brauchen natürlich auch Namen. Als nur, ja, da gibt es das und da gibt es das. Ich möchte allen schönen Namen geben. Und da haben eben einige noch keinen Namen. Keine Namen. Und es muss noch ein bisschen mehr beschrieben werden, weil ich stelle mir das so, so schön vor. Wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, wo ich ganz, ganz viel zugearbeitet habe. Ich habe mir extra einen Plan gemalt, wie es aussieht, wo welches Gebäude steht quasi. Ich glaube, ein Hütchen ist noch vollkommen leer, da ist nichts. Aber mal gucken, dass ich da irgendwie noch was hinstelle. Wenn nicht, dann ist da halt so eine Figur oder was weiß ich, wenn ich nicht weiter weiß. Was man noch so auf einem Weihnachtsmarkt quasi machen könnte. Aber da ich ja Weihnachtsmarkt schon mal hatte, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal ein Weihnachtsdorf. Und ja, so ein richtig schönes Weihnachtsdorf. Ich würde da gern hingehen. Ja. Und das werde ich mit ausdrucken und bearbeiten und gucken, was ich da mit den Kommentaren alles noch gemeint habe. Ich hatte das meistens Beschreibungen und Namen und sowas. Farbe. Ja, so Kleinigkeiten. Also die Kommentare diesmal sind ja nicht so gravierend. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, wenn ich dann für den Testleser was zurückkriege. Aber ja, das sind dann meine Kommentare. Und ich bin gespannt. Und ich habe auch bis gestern noch an schöner Bescherung gearbeitet. Außer am Samstag habe ich einen Satz geschrieben. Wow. Aber da hatte ich auch keine Zeit gehabt zum Schreiben und so weiter und so fort. Von daher ist das entschuldigt. Und ich habe... Ich bin auf der 22. handschriftlichen Seite schreiben und ich glaube bei der 6. Seite, 7. Seite, nee Quatsch, bei der 8. Seite müsste das sein, 8. oder 9. Seite, so in dem Dreh, gedruckt. Und auch da sind ja wie gesagt einige Absätze kommen ja wieder rüber, die habe ich den gelb markiert entsprechend und die kommen auch wieder mit rein, aber das ist so wenig. So wenig, was wirklich genau 1:1 gleich bleibt. Oh. Ja. Und deswegen werde ich es auf jeden Fall mindestens noch einmal zur Hand nehmen müssen und weitermachen müssen. Denn ich glaube, das wird sogar noch länger werden. Wenn ich wirklich jetzt jeden... Ich habe 10 oder 11 Blätter. Also gedruckte Blätter. Und habe jetzt 4 definitiv geschafft. Oder ich bin bei der 4. beim 4. müsste ich nachgucken. Ich habe keine Lust zu. Von daher, wenn ich jetzt ausrechne, dann sind es ungefähr 4-5 Wochen, die ich dann bräuchte, oder? Wenn man so 4 Blätter in einer Woche schafft. Ups. Das ist dann also 4-5 Mal noch
überarbeiten, bevor es nochmal zu den Tesla dann geht. Eieiei. Beziehungsweise noch länger, weil ich muss es ja noch abtippen. Oh Gott. Das ist nicht euer Ernst. Aber gut. Meine Testleser haben es so gewollt. Und ich finde es jetzt im Moment auch sehr schön. Mir fiel nur heute auf Arbeit zwischendurch ein. So, Moment, ich habe darüber nochmal nachgedacht, über das, was ich gestern als letztes geschrieben habe. Da dachte ich mir so, nee, das kann ich so nicht lassen, das muss ich wegmachen. Also von daher muss ich dann noch kurz dran. Aber nicht heute wahrscheinlich. Ich werde mir das als Anmerker machen und dann ist gut. Genau. Jo, dann werde ich mal hier drucken und mich in das Adventsdorf. Ja, wahrscheinlich das auch, aber an das Adventsdorf machen. Ich freue mich, die Geschichte nochmal zu lesen. Oh. Okay, hier mal ein Dank an meinen Testleser für die Rückmeldung zur schönen Bescherung. Schöne Bescherung. Es wird definitiv eine zweite Runde geben mit Testlesen. Und ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Was habe ich schon gesagt, glaube ich? Dass ich nicht weiß, wohin die Reise geht. Und neugierig bin, wohin es führt. Ja. Ich bleibe dran. Mal gucken, wann es weitergeht. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Adventskalendermäßig. Ich habe leider nichts gemacht, weil ja, ein paar irgendwas dazwischen gekommen sind. Das werdet ihr im Blog sehen. Die das Ganze etwas verhindert haben. So kann gehen. Ich hoffe, dass es morgen besser wird, dass ich dann ein bisschen was schaffe. Wir werden das feststellen. Bis morgen. Möglicherweise bis morgen. Man weiß es nicht. Hallöchen. Ein kurzer Zwischenstand der Zwangspause ist es nicht. Also schon. Ich muss hier leider eine Zwangspause einlegen oder zumindest auf Sparflamme sein. Wie gesagt, mehr zum Vlog. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Rotstiftsachen gemacht, aber alles ganz, 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 ganz langsam. Das heißt, ich habe vorhin erst die letzten Sachen per Hand gemacht. Das heißt, ich habe noch nichts wieder in den Rechner gepackt. Das werde ich vielleicht auch die Woche gar nicht mehr schaffen. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Wie es hier morgen geht und die nächsten Tage geht. Und ja, mal schauen. Aber wie gesagt, ich muss ganz langsam machen. Ah, dafür habe ich keine Mail bekommen. Das Hörbuch geht in Aktion. Ich freue mich. Ich freue mich wahnsinnig. Viel schneller als erwartet. Ich habe erst mit Ende des Monats damit gerechnet. Also ich hätte gesagt, Ende des Monats, also Ende Mai, Anfang Juni. Und es geht jetzt los. Und ich bin so gespannt. Ich bin so wahnsinnig gespannt, was am Ende bei rauskommt und überhaupt. Und ach ja, das hat mir gleich wieder ein Lächeln auf diese nicht so schöne Woche. Also es ist, ja. Ein Lichtblick bei dieser wirklich schwarzen Woche. Also, ich hoffe einfach, dass die nächste Woche besser wird und ja, mal gucken. Ich denke, dass ich mich heute auch nicht mehr nochmal melde, sondern vielleicht immer morgen, wenn irgendwas passieren sollte. Wenn nichts, dann war es das auch schon wieder mit dem Schreibtagebuch. War diesmal wieder kürzer. Ich habe ja auch am Montag noch direkt, sagt schon, die letzte Detailseite gemacht für die Webseite und, ja, den Testleser-Aufruf rausgehauen. Das ging da zum Glück noch. Ich habe gedacht, bevor ich mich ganz aus noch mache, ich lieber Montag direkt noch. Und ja, das war auch ganz gut so. Guti, wie gesagt, eventuell melde ich mich morgen nochmal und wenn nicht, war es das mit dem Schreibtagebuch. So kann es gehen. Aber zumindest eine freudige Nachricht ist ja schon mal toppidi-top.